Der Lukas Lotak trifft nach Verlängerung zum 1:0. Und ich habe das Gefühl, die Serie ist per jetzt so richtig lanciert. Ja, das ist definitiv so. Ein guter Match war zwar wenig Goal, aber gleich extrem spannend und am Schluss mit einem schönen Powerplay-Goal entschieden worden. 1:0 nach Verlängerung, ist ja unglaublich. Ja, eher ein kleines Fußballresultat, aber da sieht man, dass beide Defensive sehr gut sind. Und wie wir es im Eingang gesagt haben, Kohli überragend, Wolf und Ritz, beide hervorragend gespielt. Und das macht es natürlich für die Stürmer extrem schwer, Goal zu schiessen. Gutes Thema, gute Themensetzung schlussendlich auch von euch, weil ihr habt das Thema auch angerissen vorgestern auf unseren Social-Media-Kanal. Die zwei Top-Goalies, der Ritz auf alten Seite und der Wolf auf kloten Seite. Wenn ich kurz nochmal mit ein paar Chancen und Bildern durch das Spiel durchgehe und wir können eigentlich gerade starten im zweiten Drittel, wo der 13. Stürmer, der Jan Mosima, grosse Chancen hatte, auch super Shift hatte. Ja, er hat da wirklich Energie reingebracht. Wir sind in der Drittelpause schon angesprochen. Kein 13. Stürmer reingekommen. Er macht den einzigen richtig, dem Coach zeigen. Du, ich höre in die ersten vier Linien, ich brauche mehr Eiszeit. Und das war ein perfektes Bewerbungsvideo für ihn, dass er mehr Eiszeit kriegt in den Rest dieser Serie. Und die vierte Linie, die hat so richtig brilliert und Tempo und Speeds reingebracht in diesem Mittendrittel. Ja, es ist auch wichtig, dass du eine gute vierte Linie hast, weil meistens die ersten zwei Linien neutralisieren sich und nachher wird der Match über die dritte oder vierte Linie entschieden. Und da ist wirklich, sagen wir, im Mittendrittel ist Olten besser gewesen und hat können Stempel aufdrücken, vor allem durch die dritte und vierte Linie. Und mit diesen B-Lizenzen hast du eben auch eine fantastische vierte Linie für das Swiss League-Verhältnis und das gibt dir auch die fantastische Spiel. Ja, das Niveau ist noch mal höher geworden. Es ist klar, sagen wir, jede Mannschaft hat noch mal 3-4 Top-Spieler gekriegt. Das macht das Niveau klar wieder besser, weil die Swiss League ist eine gute Liga, aber wenn es dann noch gespickt werden mit 2-3 Verstärkungsspielern, ja, hebt das Niveau noch mal mehr und ein hervorragendes Spiel gewesen. Hat das so Spass gemacht, wenn ich die Chancen anschaue von Simon Stärchi, um die Geschichte ein bisschen weiterzuerzählen, kommt auch aus dem Mittel-Drittel. Und vielleicht war das die grösste Chance aus dem Spiel bis dahin, vielleicht von den ersten 60 Minuten überhaupt. Ja, das war eine riesige Chance gewesen. Hervorragend gespielt, schöner Pass quer rüber. Und ja, das leere Goal können sie wahrscheinlich noch annehmen und reinschieben. Sie kommt ein bisschen über den Stock und er hat selber gemeint, sie ist drinnen, weil er das Aussennetz getroffen hat. Und dann hat Böck das Netz ein bisschen zappelt und alle im Stadion haben gemeint, sie ist drinnen. Er hat die Hände zuerst ganz oben und dann hat er aber den Kopf. Ja, ja, Stürmer gesehen, wenn das Netz zappelt, meinst du, sie ist drinnen. Und er hat wirklich das leere Goal gehabt. Also solche verschießt er wahrscheinlich nicht Menge. Das tut weh. Und der Simon und Stärke, nachher geht's mir wegen weiter schauen, mit der Situation, wo eine 5-Minuten-Strafe zu folgen kann. Ja, da hat Kloten nachher wieder ein besser ins Spiel gefunden. Ist, ja, aus meiner Stärke ist nicht bekannt dafür, dass er solche Aktionen hat. Der Randecker will da die Scheibe wegspielen. Der Stärke kommt ein bisschen spät und trifft ihn am Kopf. Und ja, dann ist die logisch konsequent 5-Minuten-Strafe. Und dann kommen wir zum vielleicht Turning Point vom EHC Kloten heute Abend. Sie haben durch schwierige Zeiten durch müssen in diesem Mittelabschnitt. Und dann ist das dritte Drittel gekommen. Sie konnten fast 5 Minuten Powerplay spielen, hätten können, wenn der Erik Fein nicht die Strafe geholt. Powerplay Kloten 0 von 6 im Spiel 1. Auch heute Abend wieder 0 von 4, 5, was auch immer. Das läuft einfach nicht. Nein, aus meiner Sicht ist es auch zu statisch. Sie haben extrem Mühe, die Scheiben zu kontrollieren, schöne Pässe spielen, sich lösen vom Druck von Olten. Olten macht es auch schlau. Sie gehen in den richtigen Moment gehen sie angreifen, setzen Kloten und Spieler unter Druck. Und Kloten schafft es nie, irgendwie den Druck, von dem Druck sich zu lösen. Und dann gibt es wieder Fehlpässe und dann springt die Scheibe über die Kehle und geht aus dem Drittel raus. Also das Powerplay ist wirklich kein Faktor für Kloten und das müssen sie unbedingt ändern. Weil eben so enge Matches wie heute werden im Powerplay entschieden. Und dann haben wir aber auch Fei und Figren in der ersten Linie mit dem Mach schon zusammen. Die spielen zwar super, jetzt aber in 2 Spielen noch kein Goal können schiessen. Irgendwann braucht man auch das Scoring von denen. Ja, das ist so. Die Ausländer sind für das geholt worden oder sind für das da, um den Unterschied zu machen, auch Scorerpunkte zu holen. Klar hat heute alles super ausgesehen, auch schon Spiel 1 haben sie gute Aktionen gehabt. Aber es ist einfach der Scorerpunkt fehlend und das wird von denen erwartet. Und eben so enge Match, Powerplay, Ausländer sind alles Faktoren, die so eine Serie zugunsten oder zu Ungunsten von dir entscheiden. Und dann haben wir Meier und Spieler in der zweiten Linie. Die haben das Spiel 1 ausgemacht. Der hat plus 2 gehabt, der Dario Meier. Er ein Goal, Spieler ein Goal. Und die sind heute auch durch, nachdem eigentlich im ersten Drittel sie noch super gespielt haben.
Ja, sie haben meiner Meinung nach viel weniger Platz gekriegt als im Spiel 1. Sie sind Spieler, die ein bisschen Tempo, ein bisschen Raum brauchen, um ein bisschen das Tempo aufzubauen, mit Geschwindigkeit durch die neutrale Zone kommen. Zum Beispiel wie beim Game-Winning-Goal von Meier beim letzten Match. Das ist heute nie gelungen. Old hat es cleverer gemacht, sie haben besser vorgecheckt, sie haben viel früher gestört. Und so hat die Spieler, eben Spieler, Meier, gar nicht können richtig Tempo aufbauen. Und das hat sie ein bisschen bremst. Und dann kommen wir jetzt zu der anderen Seite. Lars Leuenberger, guten Abend. Hallo miteinander. Und herzliche Gratulation. Danke, merci. Wollen wir gleich einsteigen mit dem Overtime-Winner von Lukas Schlotthacke, der sich noch irgendein blutendes Maul beim Jubel hat geholt, aber das macht ja alles nichts. Wie gross ist die Erleichterung vom Coach? Ja, ich denke, mit den vielen Chancen, die wir hatten, ist es absolut verdient, habe ich das Gefühl, nach dem heutigen Abend. Ich mag es am Lotti mega gönnen, also uns allen natürlich, aber er hat jetzt ein paar Matches müssen kämpfen mit sich selber, viele Chancen immer klar und ist super, dass er es heute Abend können machen. Er hat ein ganz breites Grinsen auf den Lippen gehabt beim Siegerinterview, der Lukas Schlotthack. Und wir haben vorher schnell noch die Linie von Kloten durchgenommen und schon in der Pause haben wir mit Jan Mosima geredet. Hat er heute als 13. Stürmer aufgestellt und dann hat er aber im Mittel- und Drittel Wahnsinnsschiff in der vierten Linie gefahren. Ja, wir haben eigentlich von Anfang an abgemacht, dass der Mosi wird spielen. Wir haben einen langen Match in Kloten. Dann haben wir gewusst, wir werden heute mit 13 fahren. Und haben wir dann irgendwann mal schon am Ende des ersten Drittels umentschieden für die Linie wechseln. Und das hat gut gefruchtet, ja. Kann man das sagen im zweiten Drittel? Eben, das ist wahrscheinlich auch das Fingerspitzengefühl, das ihr habt als Coach und seht, das funktioniert nicht. In dem Moment, wo es funktioniert, kann jeder sagen, das funktioniert, so fahren wir weiter. Aber dann hat ja eben schon im ersten Drittel entschieden, hier müssen wir etwas justieren. Ja, absolut. Ich meine, die Viertlinie ist seit den ganzen Playoffs sehr gut bei uns gelaufen. Und der Mosi ist jetzt wirklich heute perfekt dort gepasst. Und sie haben uns viele offensive Zonen geben können. Sind hergefahren gegangen und immer wieder Chancen kreiert. Und es war ein cooler Abend für sie, absolut. Und dann ist der Bruch aber mit den 5 Minuten und dann ist das Momentum leicht geschiftet. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen zusammenhängend, dass Olten schwächer geworden ist, sondern Claude hat auch ein bisschen wieder strukturierter gespielt. Sie haben im zweiten Drittel auch viel zu viele Fehler gemacht, aus meiner Sicht. Olten hat das hervorragend ausgenutzt, aber im dritten Drittel haben sie sich dann ein bisschen wieder gefangen, ein bisschen wieder strukturierter gespielt und vor allem viel weniger Turnovers kreiert. Ich glaube, im dritten Drittel waren es 2-13 Torschüsse aus eurer Warte. Das ist wahrscheinlich relativ schwierig, wenn man aus einem dritten kommt, wo man so eine Chance plus hat als im zweiten. Und im dritten sieht man dann Ja, ich war auch überrascht, als ich in der Pause noch die Schussstatistik angeschaut habe. Aber seine Schüsse waren ja vor allem von rundherum. Es ist nicht so, dass er extrem brennt hat in dem Moment. Aber ja, wir wussten, wir müssen definitiv wieder mehr Schüsse aufs Goal bringen. Allgemein in den ganzen beiden Matches haben wir es nicht so gut angebracht. Aber ja, ich denke, manchmal braucht man nicht so viele Schüsse, wenn man so viele gute, qualitative Chancen eigentlich hätte. Würden auch ein weniger Schüsse langen, um mehr Goal schießen. Ich habe das Gefühl, das war heute ein unglaublich wichtiger Sieg für euch, dass ihr mit einem 1-1 auf Kloten fahren könnt. Ja, ich denke auch. Meine, für uns allgemein ist wichtig, wir in beiden Spielen sind wir eigentlich am Speck gewesen. Es ist nicht so gewesen, dass wir keine Chance hätten, oder? Und das gibt uns Mut. Und ich glaube, der Solte hat noch nie so ein Madhouse gehabt wie heute Abend. Mhm. Und ich glaube, hinter und der Letzte hat verstanden, was wir eigentlich hier abliefern, die ganze Saison schon. Und jetzt ist ganz wichtig, absolut, dass wir das 1-1 können machen heute Abend. Und jetzt können wir guten Mutes richtig kloten am Samstag. Würde ich auch sagen, weil... Weißt ihr? Sehr oder gern. Ist das so etwas, das man nicht, nein, wo man nicht gerne das, anlenkt? Wenn man in der NHL Conference gewinnt und dann den Pokal nicht anlenkt. Ja gut, das ist ja noch nicht der Pokal. Das stimmt. Es ist ein weiterer Schritt und die dürfen gerne... Genau, Olten gegen Foren. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 fehlen. Ja. Das ist gut. Sind wir auf guten Weg. Freue mich sehr auf Spiel 3. Herzlichen Dank, Lars Leuenberger. Es ist schön. Lass mich wieder springen. Ab dem Podest runterhüpfen. Finale Frage an dich. Aber wir haben es schon vor dem Spiel gesehen. Wir haben relativ viel schon geredet mit Wolf und mit Reitz haben wir recht gehabt. Und wahrscheinlich auch, dass es ein wichtiges Spiel ist, dass Old jetzt in der Serie drin ist. Ja, definitiv. Also Wolf und Reitz wird auch in dieser Serie weiterhin ein Faktor bleiben. Also wahrscheinlich der Faktor schlechthin. Für Olten ist es extrem wichtig, heute wieder in die Serie zurückzukommen, das 1-1 zu erzielen. Und die Serie ist offen. Jetzt ist es nicht mehr Best of 7, jetzt ist es Best of 5. Für uns Zuschauer perfekt. Noch ein bisschen mehr Hockey, spannendes Hockey und so kann es weitergehen.
Was sind das für Zahlen? Wir haben die Serien über sich gesehen. 1-0-Sieg nach Verlängerung und in der Serie steht es 1-1. Irgendwann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Goals bieten, aber wir haben es schon ziemlich spannend gedacht und so soll es bleiben. Was ist doch Playoff für eine geile Zeit? Morgen könnt ihr schon wieder schauen und dort geht es in die National League für Freiburg und Davos schon um alles oder nichts. Wir sind übermorgen wieder da mit Spiel 3, dann wieder in Kloten. Romano Pargetti hat gefällt. Ja, mir auch. Spass gemacht. Du bringst ein paar Goal mehr mit in der nächsten Runde. Aber das schauen wir noch. Die Analysen sind treffend wie eh und je. Euch daheim, vielen Dank fürs Interesse. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Wir sehen uns übermorgen. Ciao zusammen.